Let's play Red Dead Redemption 2, liebe Freundinnen und Freunde. Rüdiger ist da. Der Mops ist nicht da. Der Mops muss aber schon wieder Pipi. Also, wir werden bald wieder eine Mops-Pipi-Pause machen müssen. Right, boy. Right, boy. Right, boy. Ich habe rausgefunden, man kann eine Glatze haben und nett zu allen Leuten sein. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Oh, Kopfgeldjagd. Da wollte ich mal gucken. Immer noch nicht. Hi there, Mister. Grüße. Partner. Partner. Guten Tag. Well, look here. Maybe this is our man. You a bounty hunter, Mister? Maybe. It depends. Ein Flamingo im Hals. Well, I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that, till I got a reason to. All right. You smell that? This here's a livestock town, mister. Attracts delinquents and reprobates like flies. Like flies. I'm not a feller to pass a quick judgment. I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well. I won't ask no questions. So, what is it you need? You don't hire a saint to catch a sinner. Poster on the wall over there. He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Ansburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling a trigger. Gets some kind of sick satisfaction out of it. Feller over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? The money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. I'll see what I can do. Well, good luck to you. No problem. And we need him alive. That's an important point. Alive, I got it. Hey there, mister. Hello. Hey, friend. Here. Rüdiger. Come, Rüdi. Rüdi. Rüdiger. Okay, boy. Let's go. Wenn wir jetzt auf große Distanz mit Schrot auf ihn schießen. Adam. Schon so verliebt, ey. Die ist so gut. Die arme Frau steht auf dem Friedhof. Ist ein bisschen traurig. Madam! How you do? Hey there! Ich würde jetzt einfach jeden anschreien, ey. Ey, wieso ist. Der ist doch viel weiter links. Warum muss ich denn so einen riesen Umweg reiten? Kann ich nicht jetzt hier schon links? Wir reiten den Franzweg. Ach nee, man muss. Ach doch, klar, komm. Ja. Ist doch Kappes. Das ist doch Kappes. Yeah, that's it, boy. Yeah, good boy. Guter Rüdi. Hey, hier ist er schon? Ach, ich verstehe. Problem. Ich verstehe das Problem. Ich war vielleicht doch wieder nicht schlauer als das Spiel, sondern das Spiel war schlauer als ich. Okay. Hier runter. Wir suchen jetzt den Franzweg, ist ja ganz klar. Yeah, okay, boy. Guck, hier kommt man auch runter, also auch kein Problem. Guck mal, fährt hier Willi ja doch Allrad? Yeah, boy. So, fährt hier Willi. Du machst jetzt einfach ganz langsam. Ganz langsam. Ein Füßchen nach dem anderen. Ah, guck mal. Da machst du super. So, jetzt machst du einfach ein bisschen mehr. Bisschen mehr Traktion auf die Hinterräder. Ja, guck mal hier. Trippel, trappel, trippel, trappel, Pony. Wie die Mädels zum Innenhof. Da soll doch mal einer sagen, wir. Oh! Oh. Brrr. Was ist das denn? Wieso liegt da ein Brathähnchen? Oh.
Hallo, Wambo. Eselhase? Das geht übrigens tatsächlich relativ gut. Sag mal, wie gehst du mit dem Wildbret um? Mal ein bisschen Achtung, mein Freund. Oh, ich nachgetreten. Das war keine Absicht. So, hier können wir jetzt den Böswilli fangen. Ah, guck mal, da oben sitzt er doch schon. Ja gut, für den Hasen haben wir jetzt leider keinen Platz. So, Pferdchen. Du sollst mitkommen, Pferdchen. Kann ich dir... Ja. Danke. Follow me. Boah, ihr habt mich noch nie so bedächtig gesehen, oder? Zylinder hat er schon mal. Oh, Pferdchen kommt gar nicht mit. Was soll das? Komm. Geil, der pfeift leise, wenn man in Deckung ist. Ja, ich habe dem Pferd gesagt, es soll folgen. Das hat es nicht gemacht. Ich darf ihn nicht direkt lassoen? Jemen Masami. Ich darf ihn nicht lassoisieren. Das ist doch kacke. Ich habe ihn doch direkt gefunden. You Benedict Albright? Oh, sir? Kind of look like him. And I was told he'd be up here. No, not me, sir. It's because I want to buy some medicine. And I heard good things. I'll pay in gold if you could help me find him. It's just my mother's real sick. Oh, well, if that's the case... For a sick woman, I'd be happy to help. I'd be happy to help. I'm a healer, you know? A medical man. Finest medicine in the state. Game's over, mister. Put your hands up. I'm taking you in. Taking me in? What for? Apparently that stuff you're pushing is killing folk. And there's a price on your head. I don't know. It ain't my business. Come on, partner. That's crap. I'm a healer. I got an aura. I speak to spirits. I'm a scientist. Folks get real angry for no good reason. Jetzt fall da nicht runter, du Willi. Oh nein, der fällt da jetzt runter und ich muss im Wasser hinter ihm her, oder? Hey! Könnte ich den Revolver vielleicht noch verkaufen? Don't be a fool. Hold on! I'm slipping! Shit! No! Mit der Maus wäre es jetzt wieder eine Katastrophe gewesen. You're taking me in? It's just for question. Oh, you saved my life. Ain't we had enough drama? I'd be better off jumping. They expressly told me not to kill you. Oh, this is about you. Don't jump. Or what? You can't shoot me, huh? Please. I'll take my chance. Come here. Bye, friend. Ich hab's gewusst. Really do not like you. Ja, jetzt ist der perfekte Moment für die Kinokamera. Wow!
Ninja, das kannst du auf deine Fahne schreiben. Ich habe gerade gelesen, ist doch kalt. Gerade was du geschrieben hast, habe ich in dem Moment gelesen und bin einfach stumpf. Bin einfach stumpf gegen den Stein geritten, geil. Ich habe ihn nicht hochgezogen bekommen, weil ich das Quicktime-Event nicht verstanden habe. Verfolger hatte ich da direkt. Oh! Jetzt bin ich passiert. Darf ich ihn jetzt plündern? Oder dreht das Spiel dann wieder am Rad? Weiß das jemand? Ich finde, das steht mir zu. This is very kind of you. Darf ich, okay. Hättchen? Wir müssen den schmutzigen Onkel jetzt ins Schmutzonkelland bringen. Okay, wir müssen uns noch einmal ganz kurz im Kreis drehen, sonst können wir ihn nicht hinten aufs Pferdchen legen. Oh, sorry, da ist noch ein bisschen Schweiß drauf, aber das ist nicht so wild. Wenn ich durch die... Das ist ja... Alter, was die für Details im Spiel haben. Was ist Franz jetzt? Chaotisch neutral. Ja, ich glaube das... Nee, vielleicht versuche ich sogar chaotisch gut. Also ich will niemandem... Also ich will nur Bösis Böses tun. Und Leuten, die mir auf den Sack gehen. Das ist natürlich... natürlich ein schmaler Grat. Also ich habe jetzt auch kein Bedürfnis, ihm hier auf die Fresse zu hauen, außer er geht mir wirklich sehr auf den Keks, ne? Da muss er dann durch, das wird er dann ja wissen. Wie gesagt, das funktioniert tatsächlich. Fettes Vogelfleisch. I seem to keep blacking out. Sir, I must warn you, my temperature is subnormal. I have medicine in my pocket. Would you pass it to me, please? Oh, der Metzger noch auf. This isn't necessary. I'm a medical man. A healer. I'm a medical man. Just a big mistake. Oh, ja, ich bind dir jetzt mal kurz einen toten Schuh an die Nase, okay? I told you to shut up. Who made you judge? I'm only in it for the money. Oh, I don't feel. Kann ich das nicht mehr? Oh, you're a bully, sir. Na, guck, geht doch. Let's go, boy. Yeah, good boy. Jetzt dengelt der Truthahn ihm immer in die Fresse. Guck mal, der Metzger macht hier sogar noch Überstunden. Abbruch. Nein, 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 steck weg. Okay. Der Schlachter ist noch da, aber ich darf ihm das nicht verkaufen.
Schade. Wäre ja sonst auch Quatsch, ne? Ah, er hat zu. Jetzt ist, konnte man wahrscheinlich schon eher sehen. Ich finde es ein bisschen komisch, dass er noch in seinem Laden steht, wenn er noch zu hat. Hier bestimmt nicht bei Mission. Ah, ja, stimmt. Alles hat zu. Nee, das ist völlig recht. Dobby McDobison. Komm, Benny. Ah, die können sich doch wohl nicht beschweren. Oh, my lord. I wasn't expecting you back so soon. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Calthorpe was just leaving. Sure. Where you want him? Cell in the back. Ist das hier schon die Zelle? Oh, there's been some terrible mistake. I never did it. Any of it. I thought I told you to shut up, partner. But I told you. But nothing. Shut up. And good luck. It's been real fun. You ain't much of a man. If you ask folks for forgiveness, you remember this, partner. I've already forgotten. Now, sure, how much was you offering? $50. Here. $50? Madam, please, remember what I told you. Oh, wir sind aber gute alte Quacksalbe. Hey, looks like you're gonna have some good eating tonight. Mister? Mister? You okay? Wir lernen Pferderassen. Oh, man kann so viel Scheiß machen hier. Ich bin so Fan, ey. You're okay, boy. Und Kaltblut will ich noch analysieren. Was auch im Morgen. Aber ein Leberfuchs. Settle down. Was ist mit dir los? Somebody's had a few. Oh, jetzt ist der Willi weg. Welcome back. Moin! Aufgrund meiner hohen Ehre erhalte ich Rabatt, meine Damen und Herren. Ich bin Ehrenfranz, seine Mutter. Jetzt möchte ich bitte baden. I need a bath. That's okay. Can you organize? I got someone warming it up for you already. Just head down the corridor there. Okie dokie. Alter, wir sind reich wie Willi. Kann ich das auch irgendwie schneller machen? Oder muss ich mich jetzt immer händisch waschen? Nee, brauchen wir. Brauche ich gerade nicht, danke. Oh, sure, no problem. Bin ich jetzt sauber? Nö. Muss ich jetzt alles waschen? Also werde ich dieses Minigame jetzt 1 Million Mal machen müssen? Habe ich doch jetzt alles schon gewaschen, oder nicht? Ja. Jetzt kann ich nur noch das rechte Bein waschen. Oh Gott. Und wenn die alte kommt, geht's schneller oder was? Ah, jetzt. Ah, meine Ausdauer hat sich erhöht. Okay. Einmal ordentlich durchgewaschen. Mein Hut ist immer noch schmutzig. Hallo? Hallo? Hey, Mister. Hallo. Könnte wir einen Schaumirokissen machen, das ist eine schöne Idee. Oder ist das rassistischste der Zeit, weil es ist sowieso Blackfacing? Audi.
Metzger noch zu, aber vielleicht kann ich es noch spenden. Aber hier ist groß nichts zu tun. Dann reiten wir jetzt einmal nach Hause und gucken, was wir mit unserem ganzen Cash machen können. Und jetzt in der Kinokamera mit einem gewählten Wegpunkt auf der Straße müsste der doch jetzt automatisch reiten, oder? Ist das richtig? Halte das jetzt? Oh ja, sehr gut. Und natürlich könnte man noch ein bisschen jagen nebenbei. Just be wandering around here, friend. Not a thing happens round here without an O'Driscoll saying so. Understand me? Consider this a warning. Go on! Get lost! O'Driscolls sind doch keine Freunde. There's no more warnings coming. Got it? Also eigentlich habe ich keinen Bock, mich von den... Eigentlich habe ich keinen Bock, mich von den Willis jetzt hier unter Druck setzen zu lassen, aber... Wenn ich die umbringe, ist das ein Verbrechen? Wahrscheinlich, ne? Sind ja keine... Sind doch keine Super-Outlaws, oder? So ein Verbrechen, wenn du Zeugen anfängst. Wenn du anfängst, das Verbrechen, wenn sie anfangen, weiß ich es nicht, okay? Good boy. Ich hab gerade einfach ein komplettes Streifenhörnchen in meine Tasche gesteckt. Ne, das ist Kinokamera. Aha, das ist Streifenhörnchen. Eins getötet, eins eingesammelt. Noch keins untersucht. Heil, ey, ich will das alles voll machen. Ich will das alles. Ich will angeln! Ich will angeln! Oh, ich freue mich. Ich gehe gleich mit Mobs pillern. Und dann. Holen wir uns alle einen Whisky und dann gehen wir angeln. Was gibt's denn zu dieser Zeit für ein besseres Spiel als dieses? Alles gut, Willy. Henry heißt es so. Es ist nicht am Verbrechen, dass das Pferd so verdammt scharf aussieht. Ich weiß, dass es schlecht für die Decke ist, aber. Komm her, Willi. Ja, zügiger. Also mir widerstrebt das total, das Wildbret liegen zu lassen. Totaler Unsinn. Das Verstauen und so muss ich irgendwie immer zweimal starten. Das schnallt darauf an ihm nicht. Wildert Franz nicht die ganze Zeit? Ist das nicht auch ein Verbrechen? Nee.
glaube, hier gab es keinen. Also im Wilden Westen war Wild, also im amerikanischen System, soweit ich weiß, war Wild immer für den freien Mann frei. Weißt du, was ich meine? Und für die freie Frau auch. Wer bist du denn? Irgendwie die. Mir los. Hey there. You been helping Pearson or strangling folks? Cause that's a lot of blood. Starting to look like home. It's taking shape. Good work, Miss Grimshaw. Okay, well, let's talk more later. Genau, man sammelt auch immer Fleisch mit ein, wenn man. Aber wenn man. Ich finde es irgendwie komisch, dass er das dann so komplett liegen lässt. Morning. Ach, wir wollten mal noch nach den Verbesserungen gucken. Ja, die hätte ich gerne. Kannst du haben. Perfekte Hirschbockfell. Verschenke ich das jetzt auch? Ja, für die Herstellung, klar. Ah, now I can turn this into something special. Angelfleisch. Eingeweih habe ich schon aufgehängt. Well, I'll take what I can get. Many thanks, Mr. Morgan. Oh, Mr. Morgan. I've jotted down a few things that I think could be nice additions around here. Leuchtet das dann, wenn ich das sehen kann? Da ist dann schon der Gabelbox-Schädel. Ah, Elchgeweih, Wolfsschädel. Rinderhaut, Wolfsfell, perfekt. Ah, Hirschbockgeweih. The Boy Scouts will be very pleased. Guess we'll see if anyone notices. Morning, Arthur. You did good in town. Finding out about that train. Thank you. It was fun. Well, I wouldn't say it was all fun. Mr. Morgan. Hallo. Du bist aber ein schönes Pferd. Nein, ich kann nichts mit dir machen. Oh, ich will das untersuchen. Wieso kann ich mir den Riesengaul nicht angucken? Wir hätten sie betrogen worden. Lass mich mal kurz gucken, wie viel Cash ich schon habe. Das ist Count, das Pferd von Dutch. Ah, okay. So, Kontrollbuch. Guck mal, was Arthur alles eingezahlt hat. Aha. Lagerkasse 25, ich habe 224. Oh nein, brauche ich. Ah, dann gibt es doch Wurfmesser, Flinten und Gewehrmunition, okay. Geht dann auch noch was aus der Lagerkasse? Ja, das habe ich, das wusste ich, Lucius, das habe ich mir sogar noch. Dann geht ein bisschen was aus der Kasse, den Rest zahle ich, oder? Ah, er kann jetzt meine Tasche verbessern, sehr gut. Erstes Geld aus der Lagerkasse, okay. Okay, aber das kann ich ja so nicht stehen lassen. Oh. So, ein bisschen Cash in der... So, kriegen die davon gar kein Cash? Doch, jetzt. Bisschen was muss ja mal sein, ne? So, Captain Leatherworker, komm mal her. Maybe after lunch, hey?
Maybe after lunch. Yes. So, da brauchen wir Hirschfell, Dachspelz, Eichhörnchenfell. Hirschfell, Wapitifell, Pantherfell. Brauchst du dafür? Arzneiwagen muss verbessert werden, okay. Speisewagen muss verbessert werden. Okay, wir müssen einfach alles verbessern. Hirschfell, Biberfell, Hasenfell. Okay, wir brauchen irgendwie alles. Können einfach erstmal alles jagen. Mr. Morgan, here we are. Another day older. And definitely not wiser. Welche Taste ist es, wo man auf dem PC Alt für drückt? Wieder die Nacht durchgemacht, ne? So, ich will angeln lernen, Kinder. Oh, die Folge ist gleich schon wieder zu Ende. Du hattest nicht recht, Account ist weiß. Also entweder ist es nicht Count oder es ist sehr dreckig. Okay. Nee, du bist gelb. Dann ist die Walker. Branwyn. Himmel. Helm Langhaar. Ein bisschen bulliger hier, ne? Old Bell. Wieder einen Morgen, oder? Den hatten wir schon. Das ist ein schönes Pferdchen. Mag den Kontrast. Alter Junge! Da heißt das Pferd jetzt auch. Manchmal brauchen die Animationen ein bisschen, aber an sich haben wir jetzt viel gelernt. So. Hühner haben wir uns auch angeguckt. Ja, ja, ist ja gut. So, jetzt haben wir die Kopfgeldmission gemacht. Können wir aber noch kurz gucken, was wir hier in unserer Gedrobe haben. Muss ich den jetzt einmal... Wer soll das neu davon wegnehmen? Der sieht auch cool aus. Was sehe ich da? Der ist im... Kann ich irgendwo sehen? Ob der... Also bringt der Glücksspielhut irgendwelche Boni oder so? Weil den finde ich tatsächlich schon... Ich glaube, ich den finde ich nämlich cool. Was drauf Glück? Ist das da? Bin ich dumm? I guess, wenn der GM nett ist, ach so, okay. Oh, der Staubmantel ist ja cool. Ist der neu? Den will ich natürlich auf jeden Fall. Dazu die fancy Weste. Hello, ladies. John. Ich finde, das Hemd sieht so zugeknöpft aus. Ist das nicht in auf? Ihn einfach dunkle, lange Unterwäsche an. Das ist so ein Touch von Badass, okay? Kannst du neue Sachen im Laden kaufen, okay? Warte mal kurz. Wir haben helle Jeans an. Nee, dann ziehen wir natürlich auch blaue Cowboy-Jeans an. Obwohl, hässlich. Dann nehmen wir die Ranch-Hose. Ja, eine Lederhose. So, dann wissen wir nämlich jetzt auch, wenn wir was Neues haben.
Oh, barfuß geht auch. Okay. Also ist schon cool. Die sind ja hässlich. Die robusten Luxusstiefel. Aber das ist nicht unser Style. Ist da nicht eine lustige G-Animation, wenn man barfuß geht? Ich weiß nicht. Jetzt sind wir ja wohl mal der Badass des Jahrtausends. Oh, was haben wir denn da für ein Gepimmel am Hut um? Alles völlig franzig. Alles völlig ausgefranst. Jetzt schnacken wir kurz mit den Leuten und dann gehe ich mal mit Mobs pillern, okay? You know, all this used to feel like one big party. How wrong I was. It's not all so bad. Okay there? Yep. Hey there. Hello, ladies. Hey there. Found some cash in that O'Driscoll cabin, but not much else. A shotgun. And no coal? Not for now, no. Das ist ein schön entschleunigtes Spiel, ey. Hallo, Cecilia. Hallo, Cecilia. Ich wollte sagen Hallo, übrigens. Hallo, wollte ich sagen. So, Kindelein. Ich gehe jetzt kurz mit den Mobs pillern. Ihr drückt mir die Daumen. Dass der es schafft, sein Geschäft zügig zu machen, der alte Dödel. Ich bin in spätestens 10 Minuten wieder da. Ich werde euch das Pferd da lassen. Und dann spielen wir weiter. Okay? YouTube Kids, für euch ist das alles nicht so richtig bedeutungswichtig. Denn ihr guckt das ja eh, wie ihr wollt. Gleich, ne?